Ja, wir hatten vorab ein kleines Problem, und zwar Romans Fahrrad war schon hart an der Grenze zum Zerfall, sage ich mal. Und wir haben uns beide nicht mehr so ganz zugetraut, dass er damit noch fährt. Deshalb haben wir uns beworben, und zwar ganz cool von der Freiburger Fahrradfirma Tutera. Die haben dieses Jahr ein Action-Team, Adventure-Team heißt das erste Mal etabliert. Wir haben uns da beworben, die haben uns genommen und wir sind quasi so die Vorreiter, sage ich mal. Also wir sind die mit noch einem anderen Team, die ersten, die gesponsert werden von Tutera. Und wir haben geile Bikes bekommen. Zwei Stück. Und zwar, das hier ist jetzt schon einen Ticken modifiziert. Ich habe schon einen anderen Lenker hingebaut. Es ist das Outback von Tutera. Wir haben hier verbaut 27,5 Zoll Reifen mit der Möglichkeit, bis zu 3 Zoll breite Reifen drauf zu machen. Also 7,6 Zentimeter sind es dann, glaube ich. Jetzt gerade sind es 7 Zentimeter breite Reifen drauf. Davon erhoffen wir uns tatsächlich, dass wir im Gelände und auch gerade wenn es irgendwie morastiger, sumpfiger wird, besser zurechtkommen. Verbaut haben wir hier ein Pinion-Getriebe. An sich, die Idee dahinter ist, es ist ein geschlossenes System zusammen mit einem Riemen, was verhindert, dass wie bei einer Kettenschaltung eins von beiden irgendwie das Rosten anfängt. Gerade weil wir viel in Kontakt sein werden mit Wasser, sei es irgendwie durchschieben oder halt auch das Fahrrad dann letzten Endes im Boot. Da wird es auf jeden Fall nass werden. Das heißt, hier erhoffen wir uns natürlich, dass es einfach besser handelbar ist und besser zurechtkommt mit Schmutz. Wir haben jetzt mal die Gepäckträger montiert und die Taschen testhalber befestigt. Ist gleich wieder ein ganz anderes Gefühl, wenn das Teil mal voll beladen ist, weil es jetzt schon um einiges schwerer ist als vorher. Wie ihr seht, wir haben hier Premium Ortlieb-Taschen. Genau, Ortlieb ist auch wieder mit am Start. Tadschikistan, da waren sie ja schon mit dabei. Und jetzt auch wieder, wir haben wieder Premium-Ausrüstung bekommen. Bietet sich jetzt natürlich auch an, weil wir auch tatsächlich jetzt die Waterproofness testen in Kombination mit dem Packraft. Von daher mal schauen. Das Setup ist noch nicht ganz final, da müssen wir noch ein bisschen feintunen. Vorne kommt noch Gepäck drauf und dann muss man natürlich schauen, wie es von der Distribution des Gewichts sich so verhält. Genau, jetzt geht es dann so ans Feintuning. Mal schauen, was man da noch alles feintunen kann. Und ja, jetzt drehen wir mal eine Runde, würde ich sagen, oder?